Freunde, es ist mal wieder Zeit für ein Q&A-Video, denn es haben mich im Laufe der Zeit wieder einige Fragen von euch erreicht und ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt, um die mal zu beantworten, weil ich bin nämlich gerade eigentlich mittendrin noch die Schwedenreise in kleine Filmchen zu verpacken. Wie ihr ja schon gesehen habt, die ersten Teile gibt's bereits und ja, das ist sehr, 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 sehr viel Arbeit, weil es einfach wahnsinnig viel Filmmaterial gibt. Ihr habt auch gefragt, wie viele Kameras hatten wir dabei, Markus und ich. Ja, Markus hatte eine Actioncam, die er oben auf dem Helm meistens hatte. Und dann hatte er noch eine Spiegelreflexkamera dabei. Und damit hat er auch echt coole Fotos gemacht. Und schaut mal bei Markus. Schnauze da hinten. Schaut mal bei Markus auf seinem Profil bei Instagram vorbei. Der ist da auch jetzt wieder aktiver. Und da könnt ihr noch mehr von seinen bisherigen Reisen sehen, wo er auch richtig coole Fotos von gemacht hat. Also der hat echt drauf. Genau, Markus hatte seine Spiegelreflexkamera dabei und sein Handy halt. Kann man ja heutzutage auch schon ganz schöne Fotos mitmachen. Und ich hatte quasi das gleiche nochmal in grün dabei. Also einmal hier die GoPro, mit der ich gerade drehe. Dann mein Handy. Auch eine Spiegelreflexkamera, womit ich allerdings keine Fotos gemacht habe. Das muss ich erstmal noch wirklich lernen. Und was ich noch dabei hatte, war die Actioncam, die im Sena ist. Ich habe ja das 10C Evo von Sena, das Kommunikationssystem. Und da ist eben die Besonderheit, dass es da auch diese 4K-Kamera mit gibt. Und die habe ich auch sehr oft benutzt. Gerade weil es halt sehr cool ist, wenn man dann unterwegs Gespräche aufnehmen kann, die so während der Fahrt eben entstehen. Das ist ganz praktisch. Also das ist so das, was wir an Kameras dabei hatten. Das waren echt viele. Und teilweise habe ich Filmmaterial pro Tag, was über 5 Stunden geht. Und das Ganze jetzt zu komprimieren, in, ich sag mal, 15 Minuten A2 pro Tag, also ich sag mal so einen Tag in 2 kleine Filmchen mit 15 Minuten zu bekommen, ist so mein Ziel. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil es ist echt, also man muss wirklich richtig aussortieren und so eine Masse an Material hatte ich bisher noch nicht und das ist echt eine Herausforderung für mich, aber nicht nur für mich, sondern auch für mein Videoprogramm, weil ich habe euch ja schon mal erzählt, ich schneide im Moment mit dem iMovie. Das ist ein Apple-eigenes Schnittprogramm und ich habe es gerade, ich weiß nicht, dem Chris empfohlen vom Sauters Moto Channel, der irgendwie bei Instagram gerade schrieb so, oh ja, Mist, mein Rechner ist gerade abgekackt und so, ne? Und dann habe ich halt gesagt, ja, hier iMovie von Apple, darauf ist Verlass und kurze Zeit später ist mir das erste Mal mein iMovie abgeschmiert. Das ist mir vorher noch nie passiert, aber dadurch, dass ich jetzt bei dem Schweden-Projekt das erste Mal über eine externe Festplatte quasi die Daten nehme, die ich für einen Film brauche, das heißt, ich habe quasi das iMovie-Projekt nicht auf meinem Rechner, sondern über eine externe Festplatte am Laufen und diese externe Festplatte ist halt nicht so schnell. Und das heißt, wenn da zu viele Daten verarbeitet werden müssen, dann schmiert die halt einfach ab. Und das ist mir am Anfang wirklich sehr oft passiert, so dass ich dachte, oh, ich kann die Filme gar nicht fertig speichern, weil es war einfach viel zu viel Material da drin. Das sind halt so, ja, Herausforderungen, mit denen ich so die letzte Zeit beschäftigt war, die ja dann auch erst kommen, wenn man sowas dann das erste Mal macht. Weil ich sag mal so, die Frankreich-Reise, das war halt einfach mit dem Handy gedreht. Da gab es wirklich nicht viel Filmmaterial und ich war ja auch jetzt nicht, was weiß ich, wie viele Perspektiven oder so, was wir ja jetzt auch wirklich gemacht haben, ne, mal an allen möglichen Stellen am Motorrad die Kamera hingesetzt und dann auch die Sachen vom Sena und so. Also das ist ja schon echt dann irgendwie eine andere Hausnummer. Und da wachse ich jetzt gerade so rein, aber nicht ganz problemlos. Das ist halt im Moment so das Thema. Eine der ja, sehr häufig gestellten Fragen ist, hast du vor, dein Bike zu behalten oder liebäugelst du mit der neuen Afrika Twin von Honda? Und ich muss wirklich ein bisschen schmunzeln, wenn ich über diese Frage nachdenke, weil es scheint wirklich so zu sein, dass ganz viele Menschen nicht verstehen können, wie ich so auf die Afrika Twin, auf die alte RD07A stehe und können es nicht so richtig begreifen, dass ich dieses Motorrad wirklich liebe und kein anderes möchte. Sprich, ich habe noch nicht ansatzweise darüber nachgedacht, mir eine neuere Afrika Twin oder das neueste Modell jetzt zu kaufen, weil ich
bin halt einfach mit meiner Maschine 100% glücklich. Ich habe mich dafür entschieden vor bald 3 Jahren und seitdem lerne ich das Motorrad kennen. Und klar, wir kommen auch an unsere Grenzen, gerade so mit dem Gewicht. Habt ihr ja schon mitbekommen, die ist halt nicht gerade die leichteste. Das ist auch absolut eine Herausforderung, aber ich bin noch nicht an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, so jetzt geht's einfach nicht mehr, jetzt brauche ich was anderes. Wobei, nee, stimmt gar nicht. Also einmal habe ich kurz überlegt, weil da kam gerade die Teneré raus, die neue Teneré 700. Und da hatte ich gerade das Offroad-Training für Fortgeschrittene in Geisingen hinter mir bei Good Souls und bin da so oft hingeflogen und habe die Maschine auch nicht alleine aufgehoben bekommen im Sand, dass ich mir dachte so, okay, also eventuell für die Mongolei-Reise, wenn ich dann alleine unterwegs bin, doch was etwas Leichteres. Und die Teneré geht ja, glaube ich, gerade an die 200 Kilo und die Afrika Twin ist ja nochmal 30, 40 Kilo schwerer. Genau, da hatte ich kurz überlegt, aber bin dann doch bei der Afrika Twin geblieben und habe das bis jetzt auch nicht bereut. Das war irgendwann letztes Jahr und mittlerweile habe ich ja wieder ganz viel mit ihr erlebt und festgestellt, das ist einfach das passende Motorrad. Also einen einzigen Moment gab es, wo ich kurz am Zweifeln war. Das war, wie gesagt, nach diesem Offroad-Training, wo ich etwas überfordert war. Könnt ihr euch übrigens auch angucken. Ich verlinke euch das hier oben mal. Ja. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie normal. Ne? Also viele sagen halt, Caro, kauf dir was Modernes. Dann wird es dir besser gehen und so weiter. Aber nachdem diese Entscheidung gefallen ist, nachdem ich das mit der Teneré einmal durch hatte, ist es gut. So, also seitdem ist das Thema für mich gegessen, weil ich einfach sage, die Afrika Twin und ich, wir wollen einmal in die Mongolei und das machen wir auch. Und es verschiebt sich jetzt ein bisschen, aber verschoben ist nicht aufgehoben, habe ich ja schon mal gesagt. Und es gibt halt noch ganz viel anderes, was wir noch so in der Zwischenzeit machen können. Schweden war jetzt der erste Step. Ich denke, der Trans-Euro-Trail ist grundsätzlich sehr interessant für mich als Offroad-Interessierte. Und auch mit der Afrika-Twin habe ich jetzt gesehen in Schweden, die, sage ich jetzt mal, Hardcore-Sachen, das war so ein Stück weit auch selbst gewählt, weil wir haben mal teilweise auch den Track verlassen, weil wir dachten so, ja, hier ist der Track auf dem Navi und da geht er irgendwie weiter. Vielleicht kann man ja irgendwie so eine Verbindung finden und dann sind wir halt irgendwie teilweise halt mal vom Weg ab und dann über so einen Waldweg, der sich dann aber irgendwo verlaufen hat und wir dann mitten im Wald standen, wo es nicht mehr weiterging. So, das sind halt die Extremfälle gewesen, wo dann halt auch die Umfaller passiert sind, ne? Wo wir uns dann irgendwo verfahren haben. Aber das ist ja noch völlig easy eigentlich gewesen, sonst der TED in Schweden bisher. Also wir haben ja wirklich nur den südlichsten Teil gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man weiter in Richtung Norden fährt. Der geht ja einmal ganz durch, Schweden durch. Und dann ja auch in Norwegen weiter, den ist Markus jetzt letztens mit einem Kumpel gefahren. Grüße Volker. War auch ganz super geil. Auch da ganz schöne Bilder entstanden. Könnt ihr auch bei Instagram und Facebook sehen, über Markus' Profil. Das ist so die Geschichte TED. Das ist für mich jetzt erst der Anfang. Also den gibt es ja auch in verschiedensten anderen europäischen Ländern. Das ist ja auf jeden Fall auch noch ein Ziel, was in Angriff genommen wird vor der Mongolei-Reise jetzt noch, bis sie dann stattfindet und danach wahrscheinlich auch noch weiter. Die Welt ist einfach so schön groß und es gibt so viele coole Sachen, die man entdecken kann und schöne Orte. Leute, das ist echt, ich glaube, das hört nie auf. Es hat ja schon mal Erik Peters auch gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob die Begeisterung irgendwann abnimmt, wenn man so viel reist und so viel gesehen hat. Aber er sagte nein. Und ich kann es gut verstehen, weil mir wird es auch kein Stück langweilig. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist noch so, 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 so unendlich viel, dass ich in meinem Leben gar nicht dazu komme, alles zu sehen, was ich interessant finde und was es Schönes gibt. Ne? Also von daher, macht, sobald es geht, irgendwie, dass ihr eure Träume in die Wirklichkeit umsetzt, weil es gibt nicht immer einen Morgen und solange es noch eins gibt, sollte man das wirklich so gut so gestalten, dass man es so lebt, als wenn es das letzte Morgen wäre. Nein, ich habe noch nicht darüber nachgedacht, mit irgendwas anderem zu liebäugeln. Das Einzige, was allerdings so einen anderen Traum von mir anspricht, ist, dass ich mal mit so richtig leichten Crossmaschinen fahren möchte. Weil ich habe halt jetzt bei den letzten Offroad-Trainings gemerkt, dass mir das so einen Spaß macht, mit dem Motorrad durch die Luft zu fliegen und hier mal abzuheben, so ein bisschen mit dem Vorderrad. Das war ja alles minimal, ne? Das ist ja noch nichts Wildes gewesen bisher, aber
Es hat so einen Spaß gemacht. Und sowieso alles, was so im Gelände stattfindet, spricht mich halt viel mehr an als auf der Straße. Und deswegen ist so einer meiner nächsten Träume auch Richtung Hard Enduro, Crossmaschine und damit mal so richtig an die Grenzen zu gehen, weil da ist man mit der Afrika Twin halt schnell, wenn man noch nicht so viel kann wie ich, dass einfach die Möglichkeiten echt begrenzt sind. Und damit fährt man halt nicht mal eben so über riesige Steine oder Baumstämme. Es gibt Leute, die machen das und es ist super beeindruckend, aber ich glaube, dafür muss man erstmal echt gute Technik haben und die eignet man sich, glaube ich, leichter an, wenn man das mit einer Crossmaschine übt. Und das ist auf jeden Fall noch ein Punkt, der auf meiner Liste steht. Also so eine Crossmaschine zu fahren und damit mal im Gelände so richtig die Grenzen auszutesten und Spaß zu haben. Also die Afrika Twin bleibt, 100%. Das ist auf jeden Fall mein Standpunkt zu diesem Thema. Wir haben ja jetzt auch schon einiges erlebt. Das ist mein erstes Motorrad und das verbindet einfach. Ne? Und ich denke, alle, die eine Afrika Twin fahren, die wissen, dass es einfach ein geiles Motorrad ist. Es ist halt so viel einsetzbar, ob jetzt auf der Straße, entspannte Touren oder eben im Gelände bis zu einem gewissen Punkt. Das macht einfach einen Riesenspaß und ich habe die Maschine ja mittlerweile auch schon so ein bisschen individualisiert. Das heißt, es ist halt irgendwie so, ja, ganz nach meinen Wünschen und ich weiß, wo was gemacht ist und wo sie ihre Schwächen hat. Und ja, deswegen kann ich nur sagen, das Motorrad ist mein absolutes Lieblingsmotorrad. Und ich habe im Moment kein Bedürfnis nach irgendwas anderem. Da kommen wir auch eigentlich schon zum nächsten Punkt. Erstmal Leute, die total angefixt sind jetzt von den Videos und überhaupt der Afrika Twin, so dass sie sagen, ey, ich glaube, ich brauche auch einen. Letztens schrieb einer, eigentlich wollte ich mir eine Harley kaufen, aber jetzt, wo ich deine Videos gesehen habe, möchte ich, glaube ich, doch lieber eine Afrika Twin, wo ich einfach dachte, yo, cool. Nichts gegen Harleys, aber ich sag mal so, da kommt ja der Spirit dann rüber, ne? Der Spaß und die Freude, die mit der Maschine vorhanden ist. Dann halt im Zuge dessen auch die Frage, wenn ich jetzt so eine gebrauchte Afrika Twin, so eine alte, kaufen möchte, was muss ich beachten? Da kann ich euch einfach nur sehr, sehr warm empfehlen, auf die Seite vom FAT-Forum zu gehen, Freunde der Afrika Twin, weil da ist alles Mögliche zum Thema Afrika Twin, alle Modelle CRF und XRV aufgelistet. Also die XRV, da gibt es ja die verschiedenen RD03, RD04, RD07 und RD07A. Dazu halt auch spezielle Themen und da findet ihr echt alles und auch eine spezielle Kaufberatung. Also was ist zu beachten, wenn man sich so ein gebrauchtes Motorrad kaufen möchte, wenn ihr da euch richtig gut informieren möchtet, bevor ihr euch so eine Maschine kauft und nicht so wie ich völlig blauäugig so ein Ding euch in die Garage stellt, dann guckt da auf jeden Fall vorbei. Ihr findet die Seite im Internet unter www.afrikatwin.de. Da müsst ihr euch anmelden, dann habt ihr Zugriff auf den kompletten Inhalt. Es werden dort auch regelmäßige Treffen organisiert und ihr findet eben Fachleute für jede Frage. Und nebenbei auch eine nette Community. Ich habe ja meine Afrika Twin gekauft, da hatte die schon 105.000 gelaufen. Und wenn ihr da mal lest, da werdet ihr finden, dass 105.000 ist etwas mehr als gerade eingefahren. Also die machen ja locker 200.000, wenn man die gut pflegt. Das heißt, wenn man jetzt rechnet, man fährt pro Jahr irgendwie 20.000, dann habe ich jetzt halt mindestens noch 5 Jahre mit dem Motorrad. Und das ist halt einfach mega geil. Also wo ich mir einfach denke, so ja, für 2.500 Euro inklusive Koffern kann man echt nicht meckern. Ne? Und ihr seht, das Ding fährt, wenn man eben weiß, dass sie so ein paar Schwächen hat, wie den Lichtmaschinenregler und die Benzinpumpe. Wenn ihr da lest, werdet ihr noch finden, irgendwie Risse im Rahmen, kann auch mal vorkommen bei der RD07. Aber da lest euch mal rein, das ist echt sehr informativ und auch wenn ihr irgendwie schon eine habt und Probleme damit habt, werdet ihr dort auf jeden Fall Antworten finden. In dem Prozess, wo ich meine Afrika Twin quasi fit gemacht habe, habe ich dort auch immer mal wieder Teile herbekommen, also die im Internet nicht mehr zu finden waren auf offiziellen Honda-Lieferantenseiten. Und dann habe ich da in das Forum geschrieben und gesagt, hier Leute, ich brauche unbedingt dieses Teil. Und dann hatte das irgendwer noch zu Hause rumliegen und gesagt, ey, weißt du was, hier für einen Zehner schicke ich dir das. Mega. Also wirklich für viele verschiedene Themen ganz, ganz toll die Seite. Worauf ich halt auch achte, wenn ich Motorrad fahre mit der Afrika Twin, dass ich jetzt nicht Kaltstart mache und dann irgendwie voll Gas gebe und nach 10 Minuten das Ding wieder hinstelle.
Also sprich, ich achte darauf, erstmal so ein bisschen warm laufen zu lassen in einem niedrigeren Drehzahlbereich und dann aber auch wirklich 20 Minuten oder so wirklich auch durchzufahren, damit der Motor einmal so richtig schön geschmiert wird. Das sind so Sachen, das wurde mir am Anfang gesagt, wenn du willst, dass die Maschine lange fährt und gesund bleibt, dann mach das so, weil dann hast du länger was von dem Motor. So, das war's erstmal zu den Fragen, die mir im Moment sehr viel gestellt werden. Eine Sache noch. Ich wurde jetzt letztens auch gefragt, ob ich aufhöre, weil das jetzt mit der Mongolei erstmal nichts wird. Und da kann ich euch beruhigen, nein, ich höre nicht auf. Ich habe halt nur im Moment nicht ganz so viel Kapazitäten, um so viele Videos zu machen wie vorher. Also vorher habe ich ja jede Woche eins gemacht, das schaffe ich im Moment nicht mehr. Aber auch wenn ihr länger nichts von mir hört, keine Sorge, ich bin dabei, ich bleibe dabei. Ich versuche auch so aktiv wie möglich zu bleiben. Wie gesagt, schaut mal auf Instagram vorbei und auf Facebook. Da kommt dann regelmäßiger was als auf YouTube, weil die Videos einfach ein bisschen aufwendiger sind als ein Bild und ein Text. Es ist meine Leidenschaft. Ich mache das super gerne und ich finde es auch cool, was so zurückkommt von euch. Also besten Dank für alle Mails und Rückmeldungen und Kommentare und alles, was ihr so schreibt. Es ist mir eine Freude mit euch. Ja, es ist mir eine Freude, mit euch in Kontakt zu sein. Damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Jetzt kommt hier gerade so ein fetter Flieger angeflogen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.